Doppelspielwochenende für die Wasserfreunde Spandau. Nur 4-2 Pflichtaufgaben im Liga-Alltag warten auf den Double-Sieger gegen Nummer 1, die White Sharks aus Hannover. Es waren turbulente Tage für die Wasserfreunde, denn neben dem Bundestrainerstreit und dem Weltligaspiel Deutschland gegen Spanien kam noch das Tagesgeschäft mit Pokal und Champions League dazu. Jetzt in der Liga wollte man etwas durchatmen und vor allem eins sich vorbereiten, denn am Mittwoch ist man in Istanbul zum Champions League-Spiel bei Galatasaray zu Gast. Doch die Vorzeichen könnten nicht schlechter stehen, denn neben dem Maskenmann Markus Stamm fehlten auch noch Tobias Preuß, Ex-White Shark Christian Schlanstedt und Marin Restovic. Auf der einen Seite bitter, ganz klar, auf der anderen Seite eine Chance. Viele junge Spieler werden heute die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Das ist eine tolle Sache. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass sie sich zerreißen werden, um sich für weitere Aufgaben natürlich dann also auch wieder anzubieten. Und das taten die Youngsters auch. Vor allem Tim Donner macht am Anfang mit 3 Buden auf sich aufmerksam. Ergänzt mit den Toren von Vermeera und Oehler stand es dann mal eben ganz fix 6-0. Alles easy, könnte man meinen, bis zu dieser Szene. Laszlo Baksa mit schmerzverzerrtem Gesicht, Schrecksekunde bei allen Beteiligten. Nicht auch das noch, der Spandauer Stammkeeper musste verletzt raus. Wenn man genau hinguckt, sieht man den Kontakt zwischen Baksa und Attila Hamza Demir. Ganz bittere Kiste für ihn, kam Tim Höhne ins Tor. Er kommt ja sonst oft zur zweiten Hälfte ins Spiel, heute also etwas früher. In der freien Wildbahn haben ja die Sharks, also auf Deutsch die Haie, den Schwertwal als natürlichen Feind. Diese Rolle nahmen diesmal die Spandauer ein. Sie zerfleischten regelrecht die Truppe aus Niedersachsen. Nach nur knapp 12 Spielminuten wurde es schon zweistellig. Erik Miers, der heutige Kapitän, mit dem 10-1. Bis zur Pause kamen noch 2 Treffer obendrauf. 12-1 zur Halbzeit. Die verletzten Preuß, Restovic und Stamm sahen eine eindeutige Partie tiefenentspannt. Aber wo bitteschön waren jetzt eigentlich die Jungschen, von denen man vor dem Spiel redete? Die bereiteten entweder vor, hier Gottfried auf Oehler zum 14-1, oder sie machten einfach selbst die Tore. Maximilian Costa klingelingeling zum 16-1. Hannover, ja, was soll man da sagen? Sie gingen ganz schön unter, aber zur Verteidigung, das Team ist noch jünger als die heutige Truppe von Spandau. Dazu Verletzungspech. So ist man dann hier nur Schwertfischfutter. Kleiner Lichtblick trotzdem, das zweite Tor der White Sharks durch Attila Hamza Demir. Das änderte alles nix. Am Ende gewinnen die Hausherren 18-2. Neben dem Spiel, neben dem Sieg, zählte heute aber besonders die Leistung der Nachwuchsspieler. Ich denke, durchweg haben die sich eigentlich ganz gut geschlagen. Müssen natürlich noch ein bisschen was lernen, aber dafür sind solche Spiele da. Das ist ganz gut. Es geht immer mehr, aber es ist immer gut, mit der Mannschaft zusammenzuspielen und wir kommen immer mehr rein und spielen immer besser zusammen. Ja, natürlich ist es eine super Chance für uns Jungen, für die jungen Spieler zu zeigen, was man kann und alles zu geben. Ja. Das erste Pflichtspiel-Häkchen des Wochenendes wurde gemacht. Zum Sonntagsbrunch kommt dann Esslingen vorbei. Mal sehen, ob das wieder so eine klare Angelegenheit für die Spandauer wird.